Du, Jesus, du bist diese Gnade in Person. Du willst uns überfluten mit allem, was von dir kommt, mit deiner Gnade, mit Liebe. Und wir möchten uns genau da hineinstellen. Das ist der beste Ort für uns, wo wir überflutet werden mit Gnade, mit Liebe von dir. Wir brauchen dich so sehr und wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen darum, dass du diese Zeit dazu benutzt, um uns hineinzuziehen in deine Liebe, in deine Gnade und dass wir ganz in dir Ruhe finden. Und dass du unsere ganze Kraft bist. Wir ehren dich jetzt mit Aufmerksamkeit. Wir ehren dich mit Wissbegier. Und wir bitten dich um ein offenes Herz und einen offenen Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Im März 2019 ist Radovan Karadzic vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal schuldig gesprochen worden. Er ist Präsident gewesen der bosnischen Serben und war in dieser Rolle verantwortlich für jede Menge schrecklichster Kriegsverbrechen. Das bekannteste davon ist sicher Srebrenica, wo 8000 Leute unter seiner Verantwortung quasi abgeschlachtet wurden. Das größte Massaker, das Europa seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt wird, das geht eigentlich auf seine Kappe. Er hat noch ganz viele andere Kriegsverbrechen begangen. Die Stadt Sarajevo wurde ja quasi so belagert über eine lange Zeit, dass da über 10.000 Leute, Zivilisten gestorben sind und vieles andere mehr. 12 von 12 Punkten, zu denen er angeklagt wurde, wurde er von allen zu allen schuldig gesprochen. Zu Recht, es gibt dann viele Begleiter, die da quasi das mitbegleitet haben und die selber unter den Verbrechen gelitten haben, weil sie Familienangehörige verloren haben oder weil sie selber irgendwie bedrängt wurden. Und die haben diesen Prozess mitverfolgt. Und für die war es eine leichte Genugtuung, konnte nicht alles gut machen wieder, dass er wirklich für alle Punkte schuldig gesprochen wurde. Inzwischen ist er in Großbritannien im Gefängnis. Er selber hat während diesem ganzen Prozess keine Reue gezeigt. Im Gegenteil, er hat gesagt, er ist unschuldig, hat nichts gemacht und hat für seine Unschuld gekämpft. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. 3 Jahre später, nach diesem Urteilsspruch, kommen die Richter wieder zusammen. Und der Vorsitzende von diesen Richtern, der sagt, wir müssen diesen Prozess noch einmal aufrollen. Wir müssen es noch mal machen. Wir müssen die ganze Geschichte nochmal von vorne beginnen. Und er lässt aber keinen Zweifel daran, der Urteilsspruch wird wieder genauso sein. Nämlich, er wird schuldig gesprochen werden. In allen Punkten. Aber wir haben letztes Mal was verpasst, was wir dieses Mal machen müssen. Wir werden ihn schuldig sprechen und wir werden aber ein Exempel an ihm statuieren. Ein echtes, ein radikales Exempel. Wir werden ihn, wenn wir ihn schuldig gesprochen haben, begnadigen. Wir werden ihn auf freien Fuß setzen und nicht nur das. Wir werden ihn nicht nur begnadigen, sondern wir werden ihn zum Botschafter des Friedens in der UNO ernennen. Und er bekommt da einen der höchsten Ränge, dass er uns da berät in Friedensverhandlungen. Habt ihr nicht mitbekommen, dass das so geplant ist? Kann man sich ja auch nicht vorstellen. Kann man sich never ever vorstellen. Im Gegenteil, es würde alles in uns ein riesengroßer Widerstand hervortreten, wenn so eine Geschichte irgendwie Realität werden würde. Wenn ein Richter daherkommen würde und quasi den Karadzic begnadigen. Und nicht nur begnadigen, sondern dann auch noch so eine erhobene, große Stellung als Berater, als Friedensberater geben. Das ist überhaupt nicht denkbar. Das ist überhaupt nicht möglich. Das darf nicht sein. Es wäre der riesengroße Skandal schlechthin. So ein Exempel zu statuieren, ein Exempel der Gnade. Für manche von euch vielleicht auch ein abstruses Beispiel und wie kann man nur so und vielleicht auch pietätlos oder auch in unseren heutigen Zeiten auch total unangemessen. Das darf doch sowas, allein nur sowas zu durchdenken geht überhaupt gar nicht. Paulus sagt doch genau das ist genau meine Geschichte. Das ist genau meine Geschichte. An mir wurde so ein Exempel statuiert. Ein Exempel der Gnade.
Ich lese es mal, diesen Predigttext für heute aus dem 1. Timotheusbrief, wo Paulus diese Geschichte von sich erzählt. Wir sind ja im 1. Timotheusbrief und sind angelangt bei Vers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat. Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen. Dabei habe ich ihn früher verhöhnt und verfolgt und mit voller Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig, wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Ja, unser Herr schenkte uns seine Gnade über alle Maßen, überflutend, wie wir es gerade gesungen haben, heißt es ja wörtlich, überflutet mit Gnade. Mit ihr schenkte er uns seinen Glauben und die Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Auf das Wort, das ich nun sage, kannst du dich verlassen. Es ist wert, von allen angenommen zu werden. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und ich selbst bin der Erste unter ihnen. Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt, denn Christus Jesus wollte an mir als Erstem beispielhaft seine Geduld zeigen. Er wollte an mir ein Exempel statuieren. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Paulus erzählt diese Geschichte von sich, dass er sagt, ich bin der Allererste gewesen, der Größte, der Schlimmste, kann man auch sagen, der schlimmste Sünder. Ich war mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs, um alle Christen auszurotten. Also in Damaskus. Er hatte quasi so eine Säuberungsaktion vor, wollte wirklich die Christen in Damaskus ausrotten. Das war sein Antrieb. Voller Hass, voller Energie, voller Leidenschaft wollte er eine riesengroße Säuberungsaktion vollziehen. Heute würden wir da wahrscheinlich von einem Völkermord reden oder so. Er will die Christen ausrotten. Das hat er vor. Und das ist sein ganzes Ansinnen. Und mitten auf dem Weg begegnet ihm der auferstandene Christus. Schmeißt ihn vom Pferd, na gut, das wissen wir nicht, ob er geritten ist, aber er schmeißt ihn zu Boden und er hat eine Begegnung mit und plötzlich wird aus demjenigen, der ihn verfolgt hat, wird der große Missionar der Christenheit überhaupt. Und Paulus sagt, ich habe hier ein Beispiel und das ist mein eigenes Leben. Ich habe ein Beispiel für euch, wie Gnade funktioniert. Wie buchstabiert man Gnade? U-N-F-A-I-R. Das ist ganz und gar unfair. Dass einer, der sich nicht darum bemüht, der im Gegenteil voller Hass unterwegs ist, plötzlich von demjenigen, den er hasst, so angenommen wird und einen neuen Auftrag bekommt, eine neue Würde bekommt. Man kann auch Gnade buchstabieren mit S-K-A-N-D-A-L. Das ist ein Skandal, weil es ganz gegen unser Gerechtigkeitsempfinden abläuft. Alles, was Gott mir schenkt, das ist total gegen das Gerechtigkeitsempfinden. Paulus sagt, ich habe das überhaupt nicht verdient. Und dann sagt er quasi, dann sagt er deswegen, hey, ich habe eigentlich kein anderes Thema für mein ganzes Leben. Ich habe kein anderes Thema, möchte von nichts anderem reden, als genau davon. Wir sind überflutet, überschwemmt, ein Tsunami von Gnade reißt alles mit. Dieser Tsunami von Gnade, den Jesus Christus selber durch sein Sterben an Karfreitag ausgelöst hat, der reißt alles mit. Jede Schuld, jede Sünde, alles wird mitgerissen, so beschreibt dieser Text auch. Wir überflutet von Gnade, mitgerissen, in einem Tsunami von Gnade wird alles ausgerottet, was gegen das Leben, gegen Gott steht. Alle Schuld, alle Sünde, alles wird mitgerissen in diesem Strom, in diesem überfluteten Tsunami der Gnade. Paulus sagt, ich möchte von nichts anderem reden. Ich möchte einfach nur von dem reden. Ich möchte von Christus als dem Gekreuzigten reden. Das ist meine Botschaft.
Von anderen möchte ich eigentlich gar nichts wissen. Ich möchte von Christus als dem Gekreuzigten reden. Als ich bei euch war, sagt er den Korinthern im 1. Korintherbrief, da habe ich eigentlich von nichts anderem geredet. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe nur von Christus als dem Gekreuzigten geredet. Klar ist das natürlich ein Skandal, sagt er. Ein Skandal ist das. Ein Skandal für die Juden, weil das so durch und durch auch unfair ist. Weil es überhaupt nicht passt in unser Gerechtigkeitsverständnis. Weil es nicht dazu passt, dass ich mir Mühe gebe und ein gottgefälliges Leben gebe. Und dann überholt mich jemand rechts, der ganz anders unterwegs war und der nichts probiert hat. Und plötzlich wird er beschenkt mit Gnade. Ist das ungerecht? Ja. Ist es unfair? Natürlich empfinde ich das als unfair. Ist das ein Skandal? Paulus sagt, ja. Das ist ein Skandal. Absolut. Und es ist natürlich eine Dummheit für die Griechen, für die Gebildeten. Weil das kann man sich ja nicht vorstellen. Das glaubt doch kein Mensch. Ich bitte dich. Und Paulus sagt, genau das ist meine Kraft. Die Kraft Gottes, die mich inspiriert, die meinem Leben Kraft gibt für mein Heute. Deswegen, ich will von nichts anderem reden mehr als von dem. Wie kam es dazu? Es kam dazu auf diesem Weg eben von Jerusalem nach Damaskus, wo er da unterwegs war. Und wo er getroffen wurde von Jesus. Und er beschreibt sich da in großen Superlativen. Da neigt der Paulus dazu, dass er als dem Größten, dem Besten, den immer so von sich redet. Wahnsinn. Auch in diesem Text wieder. Er ist der größte Sünder. Die Nummer eins in dem, was es heißt, der Schlimmste zu sein. Da war ich die absolute Nummer eins. Und er sagte kurz später, aber ich bin der Erste, die Nummer eins, die Anerkennung gefunden hat bei Gott. Da bin ich auch die Nummer eins. Also das ist eigentlich, das ist so irgendwie, denk mal so typisch Paulus, der gerne so als die Nummer eins, egal in welchen Bereichen, von sich reden macht. Und manche sagen, ey, das ist doch krankhaft, so von sich zu reden. Auch so, der schlimmste Sünder. Jetzt machen wir mal halblang. Ist das überhaupt realistisch und ist das nicht ein bisschen sich selbst zerfleischend? Ich glaube, was Paulus hier macht, ist so eine ganz normale Reaktion auf die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, die in drei Schritten verläuft bei Paulus hier und die ganz oft in diesen drei Schritten verläuft. Wenn du dem auferstandenen Jesus ganz real begegnest in deinem Leben, dann sind diese drei Schritte total normal. Dass Paulus als ersten Schritt sagt eben, ich bin der Erste der Sünder. Und ich glaube, das kann nicht nur Paulus für sich durchsprechen, sondern das kann jeder für sich durchsprechen, der mitten plötzlich überrascht wird von der heiligen, verzehrenden, ehrfurchtsgebietenden Gegenwart des auferstandenen Herrn. Paulus, wie gesagt, mit voller Wut und mit vollem Ärger so unterwegs und mit einem Mal steht er vor dem, ich bin der, den du verfolgst. Und ihm zieht es den Boden und den Füßen weg. Und es ist wie diese, so eine Haltung, ich bin der Erste der Sünder und er ist auf den Knien, ich habe nichts und ich erkenne plötzlich, dass ich nichts habe, was ich dir geben könnte. Im Gegenteil, ich habe den ganzen Hass meines Lebens gegen dich gerichtet. Ich glaube, das ist eine normale Reaktion, nicht nur für Paulus, sondern das ist eine normale Reaktion für dich und für mich, wenn wir im Licht von demjenigen stehen, der das Licht selber ist. Und ich sehe ihn, du bist das Licht und in mir ist Finsternis. Und ich sehe, du bist Liebe pur und in mir ist so viel Egozentrik, so viel Vereinnahmung von mir selber und von meinen Belangen. Es passt so gar nicht dazu. Du bist Wahrheit in Person, Jesus, und in mir ist so viel Heuchelei, so viel Lüge. Die ganz normale Reaktion, wenn du im Licht Gottes stehst, ist, dass du dich erkennst wie Paulus. Ich bin der Erste von denen. In mir ist so viel gegen dich gerichtet. Wo das nicht geschieht, da frage ich mich, haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun? Der ehrfurchtsgebietend ist, der pures Licht ist, verzehrendes Feuer, in dem wir keinen Platz haben. Die Begegnung mit dem Auferstandenen führt dazu, dass ich mich als Ersten der Sünder selber erkenne. Ich bin einer von denen, die gegen dich gerichtet sind. Und in diesem, vielleicht kennt ihr diesen Moment, wo ihr
ja, schon wie innerlich zerschlagen seid, weil ihr euch erkennt, da passe ich nicht hin. Und wenn du dann erlebst, wie der Auferstandene sich dir zuwendet, seine Hand auf dich legt, während du da kniest, und sagt, steh auf, ich habe was vor mit dir. Du bist kostbar in meinen Augen und ich will dich zum Segen setzen für andere. Jetzt steh auf und geh. Mit einem Mal kommt diese Bewegung, die Paulus gemacht hat, eben der erste Schritt so und der zweite Schritt. Ich kann stehen. Ich stehe, ich habe eine Beauftragung, ich habe eine Würde, ich habe Vergebung. Alles ist weggeflutet worden von dem Strom der Gnade, alles weggeflutet. Ich kann stehen und keiner kann mich mehr umschmeißen. Niemand von euch, niemand in meinem Umfeld muss mich umschmeißen, kann mich umschmeißen, wenn er sagt, steh hin. Steh und geh. Deswegen sagt Paulus, ich bin der Erste, der Anerkennung erfahren hat. Er redet da voller Selbstbewusstsein von sich so. Ich bin der Erste der Sünder und der Erste der Anerkennung. Also, du kannst mich nicht umschmeißen. Ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich habe einen Auftrag. Und das nimmt Paulus total für sich in Anspruch, hat er überhaupt kein Problem damit. Macht er nicht immer ewig dran rum, ja, aber ich habe es nicht verdient, aber mir ist es zugesprochen worden von höchster Instanz. Und das nehme ich für mich in Anspruch, deswegen kann ich aufrecht stehen, mein Leben gestalten. Und ich weiß, was ich zu geben habe. Und da ist so viel Gutes in meinem Leben drin, was Gott in mich hineingelegt hat, damit ich diesen Auftrag lebe in dieser Welt. Und dann ist der dritte Schritt, der würde ich dann, also von so hin zu stehen, ich weiß, was ich kann gehen, hin zu so, dass Gott das Ganze, dass Paulus das Ganze endet mit Lobpreis, Ehre sei ihm in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Ihm allein sei die Ehre, wie er diesen Text beendet, dem ewigen König, dem Unvergänglichen, dem unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig, Amen. Was passiert, wenn du dem Auferstandenen Jesus Christus begegnest? Es würde mich nicht überraschen, wenn du diese drei Schritte gehen würdest. Wenn du dich im Licht Gottes wie zerschlagen fühlst und dann diese Überflutung der Gnade in deinem Leben erlebst, die dich aufstehen lässt und dich am Ende die Hände erheben lässt und sagen, ich lebe zur Ehre von dir. Dir gehört alle Ehre. Ich habe eine Leidenschaft in meinem Herzen, dass diese Anbetung Gottes allumfassend wird und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Dir allein gehört die Ehre. Das ist dieser Weg, den Paulus geht. Und den jeder gehen kann, der in der Gegenwart Gottes steht. Hananias hat dann natürlich erstmal ein Problem damit. Der muss ihn jetzt aufnehmen, als den, der mit den Zähnen zwischen den, der mit dem Messer zwischen den Zähnen angerannt kam oder angeritten oder was auch immer. Und der will uns doch alle umbringen, der will uns alle umbringen. Das geht doch nicht, dass ich den jetzt aufnehme und was sagen auch die anderen und so. Das ist sicher in Hananias drin. Der Gastgeber sein muss für diesen Verbrecher Paulus, der ihn aufnehmen muss, der ihn schulen muss, bevollmächtigen muss. Das ist alles in ihm bestimmt ein riesengroßes Aber. Was? Das geht doch nicht. Das ist ein Skandal. Aber Hananias hat auch die Gnade Gottes kennengelernt. Und er hat eine Ahnung davon, dass die Gnade Gottes keine Grenze hat. Und dass die alles und alles, alles sprengt. Und er hat eine Ahnung davon, dass an diesem Beispiel hier vielleicht an Paulus ein Exempel statuiert wird. Ein Exempel der Gnade Gottes. Seit Saulus zum Paulus wurde, gibt es keine verlorenen Fälle mehr. Dann kannst du nicht für dich sagen, hey, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Das will Paulus sagen. Das ist die Logik. Hey, wenn Gott bei mir gnädig war und mich zu so einem großen Auftrag geführt wird, dann gibt es für dich überhaupt gar keine Grenze. Und dann gibt es für dich auch keine Sackgasse, in der du drin steckst. Im Gegenteil, er liebt es dir, in dieser Sackgasse zu begegnen. Er liebt es dir, dort genau zu begegnen. Weißt du, Paulus sagt, er ist mit einem Grund gekommen in diese Welt, in diesem Text, um Sünder zu retten und dafür sein Leben zu geben. Und jetzt hat er nicht sein Leben gegeben,
und alles gegeben für dich und dann steht er vor deiner Persönlichkeit und denkt, ah Mist, das ist mir doch ein bisschen zu viel Trägheit, die du da lebst. Das ist doch ein bisschen zu viel Gottvergessenheit. Das ist doch ein bisschen zu viel Hochmut. Das ist doch ein bisschen zu viel Aggression in dir. Oder zu viel Dunkelheit. Nein, never ever. Er steht nicht davor und ist plötzlich überrascht aufgrund von deiner Persönlichkeit oder deiner persönlichen Situation, in der du drin steckst und sagst, Mist, ja, das habe ich nicht bedacht. Sondern er hat was angefangen mit dir und das zieht er auch durch. Mit Karfreitag wird alles überflutet und alles weggerissen von diesem Tsunami der Gnade. Das ist, was Paulus hier sagt. Es wird alles weggerissen, deswegen gibt es da keine verlorenen Fälle. Ich habe an Paulus ein Exempel statuiert, wie Gnade funktioniert. Das mag für dich unfair klingen, das mag für dich wie ein Skandal sein, das ist mein Herz. Genau hier bin ich zu finden. Auf das dein Leben nicht mehr auf dem beruht, was du selber hinkriegst, was du dir mühsam erarbeitet hast, sondern was ich in dir bewirke, was ich in dir vollständig zum Ende führe. Das ist es, worum es ihm geht. Wo begegnet er mir? Ich glaube, er liebt es wirklich, mir in den Sackgassen meines Lebens zu begegnen. Wie bei Paulus, der hat sich da verrannt. Hat Paulus einen Moment der kritischen Selbstreflexion gehabt? Versteht ihr, irgendwie so ein Moment, wo er im Galopp nach Damaskus kurz mal gesagt hat, warte, ist das wirklich richtig? Soll ich das wirklich machen? Nein. Er war ganz und gar durchtrieben von Hass und dem Willen, die Christen auszurotten. Und genau in diesem Moment, ohne dass es vorbereitet wäre, ohne dass er darum irgendwas getan hätte, dass er darum gebeten hätte, in diesem Moment begegnet ihm der Auferstandene. Ohne irgendwelchen Anhaltspunkt von ihm, ohne irgendwas, das er gemacht hätte, sondern mitten im Hass, mitten im Ärger, mitten in der Gottvergessenheit, sagt Gott, das ist der perfekte Moment, um dir zu begegnen. Da will ich dir begegnen, in diesem Moment. Nicht in dem Moment der kritischen Selbstreflexion oder sondern genau da will ich dir begegnen, damit du entdeckst, dass alles von Gnade abhängt. In dem Moment, wo du wieder zur Flasche greifst, wo du eigentlich nicht zur Flasche greifen solltest, bist du überflutet mit Gnade. Das ist der Ort, das ist der Moment, wo er dir begegnen will. In dem Moment, wo ihr in eurer Ehe wieder so euch aneinander und ihr merkt gar nicht, wie kann es überhaupt noch gehen miteinander. In dem Moment will er dir begegnen mit seiner Gnade. Da will er dich finden, da ist er da, genau da. Nicht, wo ihr das wieder hinkriegt. Und wo ihr sagt, jawohl, haben wir jetzt doch wieder eine Strategie gefunden, unsere Ehe zu retten, sondern in dem Moment der Sackgasse, da begegnet er dir. Oder in dem Moment, wo du deine Kinder anschreist, ungerechtfertigterweise. In dem Moment will er dich überfluten mit Gnade. Hier ist er da, hier will ich mich finden lassen. Genau hier ist mein Ort, dir zu begegnen. In dem Moment, wo du so ganz gottvergessen dein eigenes Ding machst und du merkst, wie du eigentlich mit dem ganzen Rudern eigentlich nicht mehr zurechtkommst und dich alles nur noch überfordert, das ist der perfekte Ort, wo er dir begegnen will, mit seiner Gnade. Gott sucht nicht die heiligen Momente deines Lebens, die größten Errungenschaften, wo er dir begegnet, sondern genau da, in den Sackgassen. Das hat er immer so gemacht. Wo begegnet er dem Jakob? Da, wo er in dem Moment der Begegnung mit Esau sich wieder eine eigene Fluchtstrategie ausdenkt. Wie kann ich meinen eigenen Hintern retten? Und hier mitten da in dieser Sackgasse begegnet Gott dem Jakob.
und segnet ihn. Wo begegnet er dem David? Als er einen Mord kaschieren will, als er Ehebruch begeht, begegnet er ihm in dem Propheten Nathan. Ich lass dich nicht los. Ich mach weiter mit dir. Wo begegnet er dem Kranken am Teich Bethesda? Dort, wo er sich hingerobbt hat und nur noch einen kleinen Stupser braucht in diesen Teich hinein, wo er so viel Kraft aufgewendet hat, dass er es fast geschafft hat, jetzt braucht er nur noch einen kleinen Stupser und dann ist er geheilt in dem Teich. Nein. Jesus begegnet ihm dort, wo er 38 Jahre lang schon liegt und sich nicht bewegen kann. Und wo er sagt, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Ich habe niemanden. Und er stupst ihn nicht in den Teich hinein, sondern er sagt, ich selber bin deine Hoffnung und deine Heilung und deine Erneuerung. Nicht das, was du erwartest. Wo begegnet er dem Lazarus, als er tot war? In dem Moment, wo er mausetot ist, 4 Tage schon tot. Da ist kein Geist mehr, der rumfliegt, den man nochmal reinziehen könnte in den Körper. Und er spricht ihn an und sagt, komm heraus, Lazarus. Er liebt es, den Menschen in ihren persönlichen Sackgassen zu begegnen. Und er will dir begegnen. Er will dir aufs Neue begegnen und Heilung und Erneuerung. Er will dich überfluten mit Gnade. Und das tut er am liebsten nicht irgendwie, wenn du mit 180 auf der Autobahn fährst, im Cabrio, und das fühlt sich vielleicht gut an. Auch nicht auf einer schönen Landstraße, wo du dein Leben genießt und die Sonne dir entgegenscheint. Er liebt es dir ganz besonders in den Sackgassen zu begegnen, wo du gegen die Wand gefahren bist und nicht mehr weiter kannst. Und er verweist dich auf Paulus und sagt, guck mal, da habe ich ein Beispiel gegeben, das gilt dir auch. Wo gar nichts mehr geht, da bin ich da und schenke dir ein neues Leben. Und alles kann und wird neu werden. Und alles hängt von meiner Gnade ab. Jesus, du bist es, der die Sackgassen liebt, die Sackgassen meines Lebens, die Sackgassen von jedem Einzelnen hier, die wir gerne umgehen würden und wo wir hadernd drinstecken und warum muss das so sein? Vielleicht muss es deswegen so sein, damit wir geöffnete Augen bekommen für die Gegenwart von dir in unserem Leben. Denn das ist der Ort, wo du es liebst, uns zu begegnen. Mitten in der Sackgasse. Du bist der alles neu machen wird, mit dieser Welt und auch mit unserem Leben. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir unser Leben an und möchten ganz von dir her leben. Sei du König und Herr und einzige Hoffnung in meinem Leben. Wollen wir das feiern miteinander, dass er mir gut ist und dass er sagt, komm, ich will ein erneuertes Leben dir schenken. Ich will dich überfluten mit Gnade, alles wegschwemmen im Tsunami der Gnade für dein Leben. Komm und schmecke das, genieße das, spüre das, dass ich dir gut bin und dass alles vergeben ist, was da war in deinem Leben. Dass meine Gnade ausreicht für dich, ganz und gar, in jeden Lebenssituationen deines Lebens. Meine Gnade ist genug für dich.
Ich bin genug für dich. Und wer das so sagen will, jawohl, das will ich für mein Leben, dass du mir genug bist, der ist eingeladen, das genau zu kosten im Abendmahl. Der darf jetzt nach vorne kommen gleich. Die Ordner werden euch zeigen, wann ihr dran seid. Und dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Ihr dürft aber auch die Freiheit haben, sitzen zu bleiben, wenn das nicht euer Bekenntnis ist. Dann bleibt gerne sitzen. Aber wenn ihr sagt, jawohl, ich lebe davon, dass du mir alles bist und ich möchte von deiner Gnade leben. Ich lebe davon, dass du dein Leben gegeben hast für mich, um mir meine ganze Schuld zu vergeben. Und ich möchte das schmecken und spüren. Ich möchte an deinen Tisch kommen. Dann ist jeder, egal wie er hier heute hergekommen ist, egal was heute Morgen war, egal was morgen kommen wird, jeder ist eingeladen. Jeder ist eingeladen. Und wir feiern das deswegen auch alkoholfrei. Wir haben auch glutenfreies Brot da. Da müsst ihr einmal kurz, wenn ihr hier vorne steht, einmal kurz euch melden, dass ihr glutenfreies Brot braucht. Jeder ist eingeladen. Ich möchte gerne die Einsetzungsworte lesen, wie sie in Lukas 22 stehen. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus sagte zu ihnen, ich habe mich so sehr danach gesehnt, dies Passamahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passamahl so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Anschließend nahm er das Brot, er dankte Gott, brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt, durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist dein Leben, Jesus, das du gegeben hast, dein Blut, das du vergossen hast, dein Leib, den du hingegeben hast, aus lauter Liebe für uns. Du hattest keinen anderen Grund, als nur das, dass wir kostbar und wertvoll und geliebt sind in deinen Augen. Und wir danken dir so sehr dafür. Wir bitten dich jetzt, dass wir dieses Geschenk deiner unermesslichen Gnade wirklich neu schmecken und sehen können. Dass wir schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Amen. Wir haben jetzt also eine Zeit des Lobpreises und des Abendmahls. In beidem könnt ihr Gott begegnen. Wir haben auch eine Zeit, wo ihr euch den Segen Gottes ganz persönlich, individuell zusprechen lassen könnt. Wo er sagt, hey, bete da bitte für mich, sprich da gute Worte für mich, über mir, über meinem Leben aus, ich brauche das jetzt. Dann könnt ihr da hinten an diesen Ausgang kommen, das sind Menschen, ich weiß gar nicht, ein oder zwei, ich weiß nicht wie viele, die gerne euch den Segen Gottes zusprechen. Und dann begegnet ihm im Abendmahl, ihr werdet wie gesagt dann von Ordnern aufgefordert, wann ihr da mit euch in diesen Halbkreis mit einklinken könnt. Und begegnet ihm in Lobpreis. Wir haben mehrere Lieder, die wir jetzt miteinander singen und Gott darin begegnen wollen.